Ja, wieder mal hallo und wieder mal begrüße ich alle zu einer Reihe, einer Folge der Reihe Lehren aus den Kampfkünsten. Eine sehr coole Geschichte oder ein Spruch, ja, ist nicht zu lang die Geschichte, habe ich vorhin gelesen und ist ja, gigantisch und sagt ganz, ganz viel aus. Da kam ein Schüler zum Meister gerade: Meister, Meister, was kann ich tun, um mich von den Fesseln der Vergangenheit zu lösen? Und der Meister rannte zu einem Baumstumpf, umklammerte den Baumstumpf und fragte: Was kann ich tun, Schüler, dass der Baumstumpf mich loslässt? Nun, wir halten so viel fest, wir müssen eigentlich nichts machen. Wir müssten im Grunde nur erkennen, dass wir irgendetwas festhalten, was nicht festzuhalten ist, was wir nicht festhalten sollten. Wir sind es, die an der Vergangenheit festhalten, an Themen festhalten. Und das ist eben das Schwierige, man erkennt nicht, wie der Meister umarmt den Baumstumpf, klammert den Baumstumpf und fragt: Was kann ich tun, dass der Baumstumpf mich loslässt? Ja, ich muss loslassen, das Ego muss loslassen. Oder der Mensch muss das Ego loslassen. Und das Wichtige ist, dass man erkennt, dass man immer mehr an sich arbeitet und immer mehr in dieser Welt der Illusionen versucht durchzublicken, was wirklich Sache ist. Die Illusion ist ja, man glaubt, die Vergangenheit hält einen fest oder ich kann sie nicht loslassen. Natürlich kann man sie loslassen, aber man erkennt nicht, dass man selbst Dinge festhält, die man nicht festhalten sollte. Solange man das nicht sieht, nützt es nichts zu fragen, einen Therapeuten zu fragen, wie kann ich das loslassen? Wie kann ich meine Ängste loslassen? Kann man nicht loslassen, weil man selber die Angst ist, weil die Angst in einem drin ist. Die Vergangenheit ist in einem drin, es ist ein Teil des Wesens geworden. Das kann man nicht rausschneiden, das kann man nicht wegmachen. Das ist da, die Vergangenheit ist da, die Ängste sind da, es ist alles da. Aber man kann erkennen, dass diese Dinge, wenn man sie gerade angeschaut hat, vorbei sind. Die Vergangenheit ist vorbei, warum also festhalten? Trotz allem kramt man immer wieder aus Angst, warum auch immer, in der Vergangenheit rum, bewertet Dinge: Oh, die sind schlecht und die anderen sind gut. Braucht man nicht, denn es ist vorbei. Wichtige Dinge fürs Überleben natürlich, sollte man sie schon merken, aber diese sind ja nicht mit Angst behaftet. Wenn ich gelernt habe, Tiger, scharfe Zähne, will mich fressen, mag Fleisch, nun, dann renne ich weg, mach die Tür zu oder schütze mich irgendwie. Aber da hat man keine Angst mehr. Weil in Deutschland zum Beispiel ist gerade kein Tiger in den Straßen unterwegs. Im Urwald schon. Da bin ich halt vorsichtig. Und da brauche ich auch einen gewissen Respekt und Vorsicht, dass es um keinen Tiger kommt, beziehungsweise wenn er da ist, dass er mich nicht frisst. Ja, aber bei anderen Lebensdingen brauchen wir das nicht. Es ist vorbei. Ja, der Mensch ist so und so, weil der ist immer so grandig, batzig. Naja, kann man sagen, muss ich ja nichts mit dem zu tun haben. Und wenn es der Chef ist, dann kann ich sagen, ja, ich gehe oder ich akzeptiere es halt, aber man muss keine Angst haben zum Beispiel. Und doch hängt man immer wieder an der Vergangenheit, an den Ängsten, an den Sorgen, immer so wie fest. Was kann ich tun, um die Sorgen loszulassen? Warum lassen mich die Sorgen nicht los? Ja, weil ich sie festhalte. Und das ist das einzige Problem.
Man hält es fest, man könnte denken, ich könnte ja diese Sorge noch gebrauchen oder es könnte ja doch nicht so laufen, wie es ist. Aber man braucht es nicht, man braucht es nicht mehr. Die meisten Lebensthemen sind vorbei und die braucht man nicht mehr. Zum Lernen für materielle Dinge, für Arbeiten, das merkt man sich, wenn man zum Beispiel ein Papier zusammenfaltet, um dann irgendeine Figur zu bekommen, das ist ja gut. Oder wie man seine Arbeit macht, das sollte man sich schon merken. Kann man nicht immer wieder neu lernen, wie man irgendwelche Flyer gestaltet, das wäre mühsam. Aber im Umgang mit Menschen, mit dem Leben, ist dieses Gespeicherte und dieses Festhalten an den gespeicherten Dingen nicht vorteilhaft, weil man dann vergisst, das Leben zu erfahren, das Leben live zu erleben. So ist es eine Illusion. Man selbst hält das Ganze fest. Man selbst kreiert die Welt, man selbst kreiert das Leben. Nicht das Leben kreiert mich, sondern ich in meinem inneren Wesen. Nicht das Ego-Ich, sondern ich mit allem, was ich habe, an Karma, an Energien, an Ego-Strukturen, all das kreiert das Leben. Nicht das Leben kreiert mich, sondern ich gestalte, ich strahle aus und das Leben entsteht dann. Wenn ich loslasse, gehen die Themen los. Wenn ich mich öffne, geht die Vergangenheit los und die Ängste. Denn es ist alles ein Teil und nicht die Angst befällt mich, sondern ich halte die Angst so wie fest. Und dann kann sie nicht verschwinden, wenn man sie nicht loslässt. Man selbst ist dafür verantwortlich. Und man selbst nur kann etwas tun, niemand anders, nur man selbst. Und der erste Schritt ist eben, dass man erkennt, dass man selbst der Schöpfer sozusagen ist, dass man selbst festhält an der Vergangenheit, an der Bewertung der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist immer da, die ist immer präsent, die ist immer irgendwo gespeichert. Aber man muss diese Themen ja nicht mit Ängsten, mit Sorgen und so weiter besetzen, mit negativen Erfahrungen, Gefühlen, sondern man kann sie so sein lassen, wie sie sind. Und dazu ist natürlich sehr schwierig, dass man erstmal erkennt, es ist vorbei. Die Geschehnisse aus der Vergangenheit, die Kindheitserlebnisse zum Beispiel, wenn man zum Beispiel mal geschlagen worden ist vom Vater, die sind vorbei. Ist nicht mehr aktuell, das war. Und trotzdem hält man fest. Muss man schauen, warum. Und so wie der Schüler fragt, hey, was kann ich tun, dass die Vergangenheit mich loslässt, dass ich die Vergangenheit lasse, ja, lass sie los. Die Vergangenheit hält dich nicht fest, nur du hältst die Vergangenheit fest. Du hältst deine Ängste, deine Sorgen, alles fest. Und somit ist man nicht mehr offen für das Leben. Ja, das war mal ein kürzeres Video. Lehren aus den Kampfkünsten, ich weiß nicht wie viel Detail, gibt glaube ich schon über 10. Ja, lade ich auf YouTube hoch und alle anderen Lehren aus den Kampfkunst-Videos könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen. Einfach den Kanal abonnieren und dann gibt es ständig neue Videos über die Themen Yoga, Leben und Gesundheit. Danke wieder mal fürs Zuhören und bis bald.